Arrest warrant, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich natürlich auch heute nicht alleine bestreite, sondern vor allem und für dich. Lilly Holunder. Schön, dass du heute dabei bist, Lilly. Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf, wenn auch über Entfernung. Lilly ist nicht nur ein bezaubernder Mensch, sie ist auch Schauspielerin, Autorin in spe, hat mit Mea Culpa ihren eigenen Podcast, ist Science-Fiction-verrückt, die Ehefrau von René Adler, hochschwanger und ein NFL-Fan. Eine ganze Menge. Mhm. Ja, du hast Glück, dass du heute so eine versierte Expertin mal an der Seite hast, ausnahmsweise. Genau, mit Lilly wollen wir nämlich, in dieser Woche ist ja der Draft, mit Lilly wollen wir ins kleinste Detail über den Draft sprechen. Sie ist nämlich auch eine große Taktikexpertin und vor allem hat sie eine große College-Expertise. Also du kannst uns alles auseinandernehmen, was dann morgen Nacht in der NFL passiert, richtig? Du, das ist gar kein Problem. Ich habe Clueless 10.000 Mal gesehen, also alles, was auf einem College passiert, weiß ich. Ich habe aber in der Tat Friday Night Lights gesehen, die Serie, die Football-Serie. Also wir könnten über irgendwelche Liebesgeschichten rund um NFL reden, aber ich glaube, das interessiert kein Schwein. Nee, ganz anders. Du bist ja im NFL-Boulevard, hier geht es nämlich gar nicht so um Taktik und um Sport und so weiter, sondern viel mehr um die Menschen drumherum, um letztlich auch die Soap-Opera NFL. Auch du hast ja eine Soap-Opera-Vergangenheit mit verbotener Liebe. Von daher bist du hier einfach perfekt. Wir wollen uns ein bisschen über die NFL unterhalten, vor allem aus der Sicht einer Frau. Es gibt ja immer mehr weibliche NFL-Fans und allein durch deinen Mann bist du da ja auch so ein bisschen beeinflusst. Aber die wichtigste Frage vorweg, Lilly, du hast es gesagt, du bist zu Hause aus zweierlei Gründen. Geht's dir gut? Mir geht's super gut. Ich bin hochträchtig. Ich trage eine riesige Kugel mit mir herum und es könnte jederzeit losgehen. Es könnte auch jetzt gleich in diesem Moment passieren. Also vielleicht werdet ihr Zeuge eines Naturspektakels heute. Ja, das wäre eigentlich ganz schön. Dann pass aber bitte auf, dass du weiterhin in der Kamera zu sehen bist. Ja. Und ich versuche auch, meinen Computer nicht nass zu machen. Genau. Ja, das wäre uns auch wichtig. Und wenn, kannst du ja ein bisschen nachwischen oder so. Nee, in der wievielten Woche bist du? Ich bin jetzt in der 38. Und es könnte jederzeit losgehen. Ich hoffe auch, dass es jederzeit losgeht, weil ich habe langsam keine Lust mehr. Aber das kennen wahrscheinlich sowohl die Männer als auch die Frauen, die schon ein Kind bekommen haben. Und dass die Frau am Ende einfach sagt, sie will nicht mehr. Und es ist alles so ein bisschen mühsam, man ist so unbeweglich. Und jetzt wird das Wetter langsam warm. Und jetzt würde ich gerne meinen Körper wieder für mich haben. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht. Wann ist errechneter Geburtstermin? Anfang Mai. Anfang Mai. Na, das ist ja, vielen Dank, dass das du dann so, so, lange. So auf dem letzten Drücker noch dabei bist. Sehr gerne. Aber um einmal in Richtung Sport und die NFL zu kommen, du bist in Leverkusen geboren, warst aber großer Fan des ersten FC Köln. Ja, also ich bin tatsächlich in Leverkusen geboren, habe damit auch als Kölnerin kein Problem. Wir sind aber weggezogen, da war ich glaube ich so ein Jahr und ich bin in Köln aufgewachsen. Also ich bin kölsches Mädchen und ich bin auch... das ist ganz lustig. Das ist mir gestern noch eingefallen. Ich bin zu den Cologne Falcons gegangen und habe mir Footballspiele angeguckt. Da war ich so 15, 16. Eine Nachbarin hat immer Freitickets bekommen und haben mir gesagt, ja komm, gehen wir da mal hin. Und also mit einer Freundin. Und das war meine allererste Footballerfahrung. Und ich fand das an sich ganz interessant, das Spiel. Und dachte, da sieht man ein paar nette, süße Jungs, aber die hatten halt alle ein bisschen mehr auf den Rippen. Das war dann nicht so der Erfolg. Ja. Aber das weiß ich ja mittlerweile zu unterscheiden, ne? Dass die Defense und die O-Liner, dass die richtig was auf den Rippen haben müssen. Die Falcons waren dann in der Bundesliga oder hast du auch, es gab ja auch ein NFL-Europe-Team, die Centurions. Warst du da auch mal? Nein, ich war nur bei, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, in welcher Liga die gespielt haben. Ich weiß noch, dass die Bratwürste ganz gut geschmeckt haben und wir haben halt gedacht, ach komm, wir machen mal wieder einen Ausflug zum Football.
Fandest du es denn ganz gut, dass, also du bist ja auch, ich habe es ja eingangs gesagt, großer Science-Fiction-Fan, hast ja auch, kannst auch gerne selbst gleich nochmal Werbung gerne dafür machen, eine Science-Fiction-Serie gehabt vor kurzem. Findest du es dann ganz gut, dass die so Kostüme in Anführungszeichen tragen oder bist du eher und guckst dir gern Männer an, die man von oben bis unten ganz normal, ohne dass man raten muss, wie er denn wohl unterm Helm aussieht? Ach nee, es ist natürlich schon cool, also diese allein auch, wenn die sich diese schwarzen Balken ins Gesicht machen, damit sie von der Sonne nicht geblendet werden, nehme ich an, als Expertin. Ja. und ja, nein, ich finde halt auch diese ganze Trikotsache auch super cool. Also ich bin ein bisschen mehr interessiert, was Basketball angeht und bin Fan von den Warriors und habe mir dann auch, als ich in den Staaten war, natürlich direkt einen Pullover zugelegt und ein Shirt und dann gehst du damit stolz ins Gym und zeigst, zu wem du hältst und so. Das ist schon ganz cool. Und ja, aber es ist halt dennoch für uns Frauen jetzt nicht ganz so viel dabei auf so einem Field. Ne? Ist es Field? Pitch? Auf dem Feld, auf dem Rasen, auf dem Platz, ja, sowas. Auf dem, genau. Rasen, ja. Der Einzige, der immer einigermaßen, der noch irgendwie ja in Frage käme, wäre der Quarterback, weil der dann ja tatsächlich eine sehr athletische Figur hat. Und das wird ja, glaube ich, auch immer besser, weil, wenn du mich als Expertin fragst, bleiben die ja nicht mehr nur in ihrer Pocket, sondern sie laufen jetzt heutzutage mehr, ne? Das Spiel verändert sich. Ich hab mir noch ein paar Infos eingeholt bei meinem Mann. ja, genau. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn die kräftigen Herren da auch ein bisschen ein gutes Kostüm drüber tragen. Ja, vor allem, also es gibt ja alles. Es gibt natürlich den Quarterback, der wird angehimmelt. Das ist so everybody's darling. Ist wahrscheinlich auch schon am College. Der Running Back ist wahrscheinlich auch noch. Also es ist so ein bisschen Geschmackssache. Der Running Back ist natürlich so die Dampfwalze, also eher ein bisschen kleiner, also so hoch wie breit ungefähr. Aber schnell, ne? Verdammt, ja, schnell. Kräftig auf jeden Fall. Also der bahnt sich seinen Weg. Dann hast du so Wide Receiver und Tight Ends, die sind eher hoch und schlaksig. Und dann hast du natürlich so die Dicken in der Offense, die an der O-Line stehen, die aber auch sehr enge Shirts und so tragen. Also wer aber es mag. Aber das so krass ist, dass Leistungssportler sind. Ne? Wenn man mal überlegt, was die halt mit sich rumschleppen. Und dann wahrscheinlich im Training, die machen ja unglaublich viel privates Krafttraining auch noch, ne? Ich glaube, die haben ja alle ihren eigenen Coach noch und bereiten sich die Saison über privat dann irgendwie drauf vor. Und René hat immer zu mir gesagt, ey, die machen dich nass im Gym. Das ist unglaublich. Du denkst halt, das ist so einer, der sitzt immer nur zu Hause auf der Couch und schiebt sich einen Burger und eine Cola nach der anderen rein, aber dass die Jungs dann schon echt was drauf haben, das ist beeindruckend. Ja, vor allem, also viele sind auch wieselflink. Also trotz 150 Kilo, die sie da mit sich rumschleppen, laufen die auf kurzer Strecke echt schnell und sind halt bärenstark und essen ohne Ende. Also ja, Masse machen, ne? Ja, genau. Also sie sind kräftig und dann essen sie aber auch besonders viel. Das ist schon beeindruckend. Aber um da nochmal darauf zurückzukommen, Leverkusen geboren, Köln-Fan, du hast gesagt, du hast nicht lange in Leverkusen gewohnt, hast dann aber jemanden geheiratet, der bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Ja, da hat sich der Kreis geschlossen, nämlich René Adler. Vor allen Dingen bin ich mit René zusammengekommen. Da war er noch bei Bayer Leverkusen und ich war Moderatorin vom 1. FC Köln. Und unser erster öffentlicher Auftritt war beim Spiel Bayer 04 gegen den FC. Oha. Es war brisant und René war verletzt und saß neben mir. Ah, ihr saßt zusammen, war keine Blocktrennung? Nee, wir saßen zusammen und meine ganzen Chefs, die ganzen, der Präsident, Overath und was weiß ich nicht, alle vom FC saßen direkt hinter mir. Und dann habe ich René gefragt, ist es okay, wenn ich jubel, falls der FC ein Tor macht? Und ich habe gesagt, sehr wahrscheinlich verlieren wir das ja eh hier. Und er hat dann so kurz drüber nachgedacht und meinte, nee, also kannst schon jubeln, klar. Und dann haben wir 4-1 gewonnen. Und es gibt ein Foto, das ist so lustig, das war einen Tag später im Kölner Express, wo René so sitzt und ich stehe neben meiner Schwester und meinem Schwager so. Und René hat ein bisschen Ärger bekommen von Rudi Völler. Ein bisschen heißt, er wurde angeschrien vor der kompletten Mannschaft. Aber was soll ich sagen, ich war damals angestellt beim FC, meine Chefs saßen hinter mir, wir waren noch nicht super lange zusammen. René stand selbst nicht im Tor. Ich finde,
nach wie vor, dass das die richtige Entscheidung war. Und es war ein geiles Spiel. Man kann ja seine Emotionen auch nicht immer runterschlucken. Ja, also beim HSV, ne, jetzt so, hätte ich jetzt nicht jubeln dürfen, wenn weiß ich nicht, René ein Gegentor bekommen hätte gegen FC. Und da war ich auch immer, da war ich dann auch irgendwann so drin in dieser Rolle als wirklich sehr professionelle Spielerfrau, dass ich natürlich dann auch wusste, wann ich die Füße stillhalte. Mich würde noch interessieren, vielleicht finden wir das Foto hier irgendwo und können es dann jetzt auch einblenden. Während du völlig durchgedreht bist, aufgestanden bist und gejubelt hast, was hat René für ein Gesicht gemacht in der Zeit? René hatte wirklich so die Hand am Kopf. Ah, okay. Und hat sehr leidend geguckt. Und um ihn herum waren nur jubelnde Kölner. Aber ich habe halt auch nicht so gejubelt, sondern ich habe so ein Agro-Jubel drauf gehabt. Und die Presse hat es total mit Humor genommen. Rudi Völler, wenn ich ihn heute treffe, kriege ich immer noch Sprüche von ihm gedrückt. Aber die Geschichte ist so großartig. Ich habe auch mal überlegt, mir das Foto entwickeln zu lassen und irgendwie aufs Gästeklo oder so zu hängen, weil es ist so lustig. Ja, oder groß auf Plakat im Wohnzimmer vielleicht. Oder im Schlafzimmer. Ja, im Schlafzimmer. Ja, an die Decke. Ja, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Bitte nicht ganz so doll jubeln, Lilly. Nicht, dass sonst die Wehen gleich anfangen, ist mir gerade aufgefallen. Bitte erst am Ende dieser Ausgabe. Ich hätte ja nichts dagegen und ich meine, ich bin ja nicht alleine. Nee, wir helfen dir. Ja, siehst du? Ja. Ihr könnt mich anleiten. Alles online heutzutage. Vorbereitungskurs war auch schon online. Absolut. Kein Problem. Also Flo ist hier auch in der Nähe, der ist auch private Hebamme. Ja, sehr gut, siehst du? Der kann dir dann alles sagen. Ja, atmen, immer schön die Wehen veratmen, das habe ich jetzt gelernt. Sehr schön. Wird schon gehen. Sehr schön, sehr schön. Durch René ist dann auch wieder Football plötzlich in dein Leben aufgeploppt, weil du hast gesagt, er interessiert sich auch ein bisschen für die NFL. Er ist Patriots-Fan, ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Er kann es selber nicht so richtig sagen. Also irgendwie schwankt er dann doch immer schon hin und her. Ich persönlich habe mal mit den Broncos sympathisiert, mit Peyton Manning. Ja. Richtig. Und der hat doch in seinem letzten Spiel den Super Bowl geholt, ne? Ganz genau. Und das war natürlich eine schöne, auch für eine Frau, eine schöne Love Story. Runde, romantische Story. Mhm. René findet Tom Brady echt cool, findet das einfach, glaube ich, sehr bewundernswert, was der an Arbeit investiert, um in diesem Alter, das ist ja über 40, meine ich, ne? Mhm. Immer noch, dass er überhaupt immer noch am Start ist. Er meinte so, er kann nicht ganz verstehen, dass er jetzt nochmal wechselt mit 42 zu Tampa Bay. Sehr gut. Da, wo jetzt auch bald dann nächstes Jahr der Super Bowl ist. Super. Ja, ich habe so ein leicht fotografisches Gedächtnis, das kommt jetzt gut. Weil natürlich da auch so ein Rattenschwanz dranhängt. Ne? Also die ganze Familie muss wieder mit umziehen. Auf der anderen Seite, vielleicht wollen die in die Sonne, kann ja auch sein. Aber er ist immer noch so ein bisschen unentschlossen, was sein Team ist. Aber er würde gerne jeden Sonntag Football gucken und ich glaube auch, der hat diesen Pass, um Football zu gucken. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Meine erste Football-Näherung war wirklich durch Friday Night Lights. Kennt ihr die Serie? Mhm. Entschuldige, ich darf ja parallel trinken. Lass dir schmecken, gib mir ruhig eins vor. Ja, Gruß. Ich habe in ein paar Monaten auch wieder einen Aperol-Spritz in der Hand und ein Bier. An dieser Stelle an König Pilsner. Die Serie habe ich auch gesehen, ja. Und ist die, kann ich dich ja mal fragen als Football-Experten, ist die einigermaßen realistisch? Ja. Was? Ja, ich würde eher ja als nein sagen auf jeden Fall. Also die Serie noch nicht gesehen haben, kann man es auf jeden Fall empfehlen, oder? Wie siehst du das? Super gute Serie, super gute Serie. Alleine die Charaktere, der Coach ist halt, ich habe immer gesagt, wenn ich mal heirate, muss mein Mann sein wie Coach Eric Taylor. Einfach so ein harter Typ mit einem weichen Kern und ist super schlau und einfach cooler Typ, cooler Typ. Also ist René genauso wie der Coach? Nein. Also nicht geklappt, ja? Er hat Attribute von ihm, aber nein. Okay. Ich finde ja auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Tom Brady und René Adler ist vorhanden, oder? So beide blonde, kurze Haare. Nee? Nö, also Tom Brady ist gar nicht mein Typ. Gar nicht. Ah ja, okay.
Der ist mir irgendwie zu glatt und zu. Ich finde den so blass. Also, ich finde die Familie, ich folge denen auf Instagram, die wirken nur mit dieser Bündchen total sympathisch und auch sehr bodenständig. Ja. Aber gar nicht mein Typ. Also, da habe ich mir Quarterbacks rausgesucht, extra für heute, die ich interessanter finde. Oh, ich bin gespannt. Dann schieß mal los. Wen hast du denn so aufgeschrieben? Ich habe. Einfach weil er gerade angesagt ist. Patrick Mahomes. Mhm. Aber der ist halt so ein Typ, ne? Ist jetzt nicht 1:1 mein Männertyp, aber ich dachte, der muss auf die Liste, weil René gesagt hat, der ist momentan der Quarterback. Der hat ja so, so kurze Haare, aber sehr viel Löckchen und hat, es wird ihm immer wieder nachgesagt, so eine Kermit der Froschstimme. Damit wird er immer wieder aufgezogen. Ja, das ist so, dann ist er raus. So ein bisschen wie bei David Beckham, glaube ich. Den fand ich auch immer super cool, bis ich ihn dann das erste Mal habe sprechen hören. Das fand ich irgendwie nicht so, das passte nicht zu ihm. Das hatte ich mit Jude Law. Den fand ich immer so heiß. Dann habe ich den im Interview gesehen und der ist so ein richtig weicher Engländer. Da habe ich auch nur gedacht, oh nee, du bist so unmännlich. Tschüss. Gar kein Fall. Ja, also das musst du, wenn du Patrick Mahomes Fanboy werden willst, endgültig. Nee, dann ist er raus. Ja, genau, also dann ist ohne Reden. Siehst du, dann ist schon mal gut, dass ich heute hier zu Gast bin in eurer Sendung und diese Info kriege. Wir haben dich gewarnt. Ja, okay. Dann ganz süß ist Jimmy G. Mhm. Von den 49ers. Ja. Ich glaube, es ist so ein Typ, der weiß ja, dass er gut aussieht und wie er ankommt bei den Frauen. Ne? Das finde ich dann wieder so, kriegt wieder einen kleinen Abstrich, weil ich mag das nicht, wenn Männer in den Spiegel gucken und jedes Mal denken, boah, bin ich geil. Dem wird eine fatale Nähe zu Pornodarstellerinnen nachgesagt. Da gab es mal so eine Geschichte, ja? Also kannst du eigentlich auch von der Liste streichen, Lilly? Das ist ja hier eine schwere Geburt. Okay, dann habe ich noch einen. Da habe ich zuerst gedacht, oh nö, die Haare, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir noch mehr Fotos angeguckt und dann wurde er besser und besser. Aaron Rodgers. Oha. Von den Bay Packers. Ja. Der ist ein richtiger Mann, der ist halt ein Kerl, ne? So, willst du mir den jetzt auch wieder kaputt reden? Nein. Du hattest 3 oder 4 auf der Liste? 3. Ja, nee, dann kann ich das ja jetzt nicht. Aaron Rodgers, Doch, sag mal, was wird dem nachgesagt? Ah, Aaron Rodgers wird eine Menge nachgesagt, aber ich glaube, da sind auch viele Gerüchte dabei. Der hatte eine Ex-Freundin, Olivia Mann hieß die. Deretwegen ist wohl das Verhältnis vor allem zu seinem Vater so ein bisschen angeknackst gewesen. Da hörte man dann plötzlich irgendwas von Familienstreit und so weiter. Und jetzt ist er liiert mit Danica Patrick. Das ist eine ehemalige, ich glaube, die hat aufgehört, eine ehemalige Rennfahrerin. Also eine Brünette, ne? Ja, hat ein bisschen, also tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit mit dir, würde ich sagen. Also da hättest du wahrscheinlich echt Chancen. Hätte ich eine Chance. Auch Olivia Mann, ist eine, also ja. M-U-N-N geschrieben, ist eine ehemalige oder ist eine Schauspielerin, dunkelhaarig. Also Lilly, die Top 3, also die Nummer 3, die könnte es sein. Okay, Aaron, aber der wiegt auch wieder so viel. Ne? Ich habe mir das mal alles angeguckt, das ist ja Wahnsinn, was die auf die Waage bringen. Also sogar die Quarterbacks. Ja, wie viel Kilo bringt er? 102 Kilo. Bei 1,88 oder sowas. Ja. Irgendwie sowas war das. Natürlich das Doppelte von dir. Also im Moment nicht, aber sonst wahrscheinlich. Aber ist es denn, ist das Privatleben der Footballspieler, also in der Yellow Press in den Staaten, genauso interessant wie, weiß ich nicht, dass der Fußballer in England? Ja. Wird das da auch so ausgeschlachtet? Ja, also man erfährt weniger. Aber das ist mindestens genauso interessant. Also zum Beispiel die Gehälter sind da ja auch total offen in den USA. Also jeder weiß, was die verdienen und so weiter. Und dann müssen sie ja auch Statussymbole haben. Also sie sind ja fast dazu aufgefordert, dicke Autos zu fahren und dicke Häuser zu haben, weil es irgendwie zum guten Ton gehört. Und das ist schon, ja, auch da gibt es, glaube ich, in der NFL rundherum eine schöne Yellow Press. Also aber die lassen da auch mehr Spielräume oder Freiräume, sage ich mal. Die fahren doch auch zu den Spielen dann mal, wenn die eine Wette verlieren, dann irgendwie ganz witzigen Outfits. Und auch bei den Drafts haben die doch immer krass, weiß ich nicht, die wollen nicht mal auffallen. Ne? Und das ist ja in Deutschland beim Fußball ist das ein absolutes No-Go. Das muss ja immer alles ganz ruhig und seriös ablaufen. Weil würde ja dann auch, dann verlierst du, dann wird denen das sofort vorgeworfen. Das ist da scheint es anders zu sein. Also die Show drumherum
Die ist auch wichtig. Ja, die Show drumherum. Also es ist, also die NFL ist, glaube ich, ein größeres eine größere Entertainment-Liga noch als die Bundesliga. Und du meinst wahrscheinlich, wenn man vorgestellt wird beim neuen Club, dann ist man natürlich ganz fein angezogen und hat auch das T-Shirt natürlich vom Ausrüster an. Nicht so wie Mario Götze damals, aber das ist jetzt anders. Also morgen Nacht, wenn der Draft ist, da haben die dann alle Anzüge an, aber auch schon teure Maßanzüge, bunt und das goldene Einstecktuch und so, obwohl sie noch gar kein Geld verdient haben bis dahin. Aber ich wollte dir eigentlich auch noch einen zeigen, jetzt habe ich vergessen, das vorzubereiten. Kannst du googeln nebenbei, Lilly? Ja, kann ich, dann muss ich kurz aus... Dann würde mich kurz deine spontane Reaktion interessieren. Und zwar Gardner, G-A-R-D-N-E-R. Ja. Minshew, M-I-N. Ja. S-H-E-W. Abgehen, okay, warte. Hat er immer so einen Schnäuzer? Ja, also der hat den Schnäuzer wieder great gemacht. Da gab es auch so eine richtige Minshew-Mania deshalb, weil er so ein bisschen im Magnum-Style wieder so ein bisschen retro und er trägt auch meist so eine Bandana. Ja, ich sehe es gerade, ja. Wie findest du den? Der ist im Moment, der wurde zumindest in der vergangenen Saison sehr angehypt. Ich sag mal so, der sieht nett aus. Wirst du wahrscheinlich gleich auch wieder zerstören, aber überhaupt nicht mein Typ. Mhm. Also, nee. Zu haarig? Ja, zu alles irgendwie zu. Aber der hat eine gute Lache. Also der sieht aus, als hätte der Spaß im Leben. Immerhin. Wir haben den getroffen. Aber gar nicht mein Typ. Wir haben den getroffen letztes Jahr im Oktober. Da waren wir in London mit der Footballerei, haben so einen kleinen Ausflug gemacht. Weil die Jacksonville Jaguars, bei denen spielt Gardner Minshew, in London gespielt hat. Haben den getroffen. Unser Remo, der sieht ein bisschen so aus wie Gardner Minshew. Und der war unfassbar nett. Also wirklich sehr nett. Und hat so eine Whisky-Stimme. Also damit haben wir alle nicht gerechnet. Er hat so das Gegenteil von Patrick Mahomes. So eine sehr tiefe Stimme und es klang so, als wenn er, weiß ich nicht, eine Stange Zigaretten am Tag weghaut und eine Flasche Whisky so ungefähr. Das war auf jeden Fall überraschend. Also ich glaube, dem hört man lieber zu als zum Beispiel Patrick Mahomes. Mhm. Und er ist Single. Ja, schön. Okay, ich bin jetzt vom Markt und raus. Ich bin jetzt bald Mutter und damit für immer gebrandmarkt. Ja, und danach ja auch mit Aaron Rodgers dann eigentlich schon fast zusammen. Ja, oder Jimmy G, falls ich meine Möpse doch nochmal machen lasse. Ja. Gut, einen würde ich dir noch gern präsentieren. Da bin ich nämlich auch sehr gespannt. Wenn du mal eingibst, Ben. Ja. Und dann Roethlisberger. Da schreibt sich R-O-E. Den kenne ich doch, warte mal. Ja, so mehr der Typ Holzfäller. Der sieht ein bisschen dümmlich aus, aber der sieht aus wie so amerikanisches Hinterland. Nein, der spielt halt bei den Steelers, Pittsburgh, Stahlstadt, also das passt irgendwie schon, der passt da sehr gut hin. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil Flo mich hier von böse anguckt, Flo ist nämlich Steelers-Fan. Der hat jetzt, von dem zum Beispiel, vielleicht sieht man das jetzt auch bei der Google-Suche bei dir, sich sein Bart ein bisschen wachsen lassen in der Isolation. Ja. Also da sind auch noch sehr viel Essensreste drin, hat man das Gefühl. Ja, der sieht auch aus, als würde der öfters mal einen Berg besteigen. Ja. Das ist halt so mehr so der Mann, also so der richtige Typ, ja, so der Holzfäller-Typ. Ja, aber dann bleiben wir doch lieber bei Aaron Rodgers als Typ Mann, also. Okay, also wir hatten 5 zur Auswahl, du entscheidest dich für Aaron. Ja. Mir die meisten, dass du mir zerstört, also setzen wir mal auf Aaron, ja. Genau. Wir haben uns ja jetzt auch nur auf die Quarterbacks festgelegt. Es gibt natürlich noch andere Spieler, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, so O-Line und D-Line, das ist eher nicht so deins. Nee, das ist nicht so meins, also alleine von der Statur, aber da gibt es sicherlich, es gibt für alles Liebhaber, also ja. Nur weil es nicht meins ist. Ein Liebhaber, das ist übrigens eine schöne Brücke, ein Liebhaber-Podcast, da geht es nämlich auch viel um Liebe, oder? Ja, eher weniger. Also ich mache einen Podcast mit einem sehr guten Freund von mir, der lustigste Mensch auf dem Planeten ist. Er ist auch Schauspieler aus Berlin und der Podcast heißt Mea Culpa, Schande über unser Haupt. Und der Name ist auch Programm, weil wir müssen uns öfter mal schon im Podcast für Dinge, die wir von uns geben, entschuldigen. Und wir reden
auch über Liebe, aber viel mehr über Sex, Dating, Gossip, das Leben. Wir haben auch oft ernste und tiefere Gespräche, aber meistens kriegen wir dann doch wieder die Kurve und lachen uns wegen irgendwas kaputt. Also ich glaube, das ist ein super Podcast, gerade für Frauen, deren Männer vielleicht gerade Football gucken und ja, mal was anderes hören wollen. Also so Stichwort, nicht Second Screen, sondern Second Ear vielleicht, wenn die Männer Football, ja, so, genau, so Football ungefähr. Schauen. Du hast gesagt, René guckt gerne, wenn er kann, sonntags jetzt, wo er die Karriere beendet hat, ist das ja wahrscheinlich auch öfter der Fall. Guckst du dann auch zu oder machst du dann andere Dinge? Nee, ich gucke ehrlich gesagt nicht zu, aber ich gucke natürlich auch den Super Bowl. Und ich glaube, ich bin die Einzige auf dem Planeten, also die einzige Frau vielleicht, die das Spiel besser findet und interessanter findet als die Halbzeitshow. Mhm. Weil es ja eh schon immer durch die Zeitverschiebung einfach so anstrengend, sich wach zu halten. Und dann denke ich mir immer, komm, mach jetzt hier J-Lo ab von der Bühne. Wir wollen jetzt das Spiel weitersehen. Also ich finde das Spiel tatsächlich, wenn ich sehr oft so, man denkt sich so, nee, gar keinen Bock und so, deswegen gucke ich nicht mit. Aber wenn man dann irgendwie dabei sitzt, dann finde ich es echt super spannend. Also ich verstehe zwar nicht alles beim Football und ich weiß, es gibt, glaube ich, 1 Milliarde Spielzüge. Alles super kompliziert, keine Ahnung, aber ich finde es wirklich ein sehr interessantes Spiel. Aber jetzt, also hast du den vergangenen Super Bowl gesehen und hat dir das gefallen, nicht gefallen mit J-Lo und Shakira? Da habe ich geschlafen. Ah, okay. Weil das war wirklich ganz gut, finde ich. Ja, ich habe es dann am nächsten Tag, habe ich Shakira und J-Lo noch mal ein bisschen konsumiert. Wir wären auch fast hingeflogen, aber dann ging es nicht, weil der René Uni hatte. Das war tragisch. Also ich hätte die Halbzeitshow hätte ich tatsächlich gerne geguckt. Du hättest es trotz großem Bauch gemacht? Das wäre noch gegangen Anfang Februar? Ja, wir waren Mitte Februar dann auch noch mal im Baby Moon auf Mauritius. Und zwar, also ich habe toi toi toi, muss ich sagen, eine super Schwangerschaft bisher. Also es ist bisher ein Durchmarsch. Ich mache aber auch unglaublich viel Sport, bestimmt 5-mal die Woche. Und ich glaube, gerade jetzt nach hinten raus zahlt sich das total aus, der ganze Sport, weil ich bin topfit. Okay. Also ich mache immer noch mein Krafttraining, natürlich alles reduziert und langsamer und mehr Pausen, aber ich bin echt super fit. Das heißt, wenn das Kleine hoffentlich wohlbehalten auf dieser Erde angekommen ist irgendwann, dann fängst du vielleicht noch an, American Football zu spielen? Es gibt auch sehr gute American Frauen-Football-Teams in Hamburg. Also ich habe früher mit einem Kumpel immer Football geworfen im Park, also das geübt, sodass sich der Ball, dass er nicht so rumeiert und so. Ich liebe alle Ballsportarten und mit meinem kleinen Babykind, ich möchte das Geschlecht nicht verraten, mit meinem Kind werde ich sicherlich sehr viel Sport machen, falls es sportlich wird. Ob Mädchen oder Junge. Ich habe auch mit den Jungs im Park immer, da war ich 16, habe ich immer hochhalten geübt. Mein Rekord waren 35 Mal. Wow. Also Fußball hochhalten. Ja, ich war eine absolute Niete auf dem Fuß, aber auf dem Oberschenkel kann ich es heute noch. Und ich bin sogar mal zum Probetraining zu den, wie hießen sie denn? Cologne Dodgers oder sowas gegangen. Hm. Baseball. Nein. Aber das war mir dann alles so ein bisschen zu. Die Mädels waren sehr maskulin. Die hatten so kleine Schwänzchen da hinten. Weißt du, diese Fukuhila-Asi-Schwänzchen oder wie man sie nennt. Mhm. Und da habe ich mich, sage ich mal, nicht ganz so wohl gefühlt. Aber ich hatte irgendwie die Idee, Baseball könnte mir Spaß machen. Aber es war so schwer, alleine diesen Handschuh zu knicken, ne, da überhaupt eine Bewegung reinzukriegen und dann geschweige denn den Ball zu fangen. Und dann auf die Keule. Ja. Und dann bin ich doch bei Tennis geblieben. Aber René hat mir einen Baseballschläger, ich glaube, vorletztes Jahr mal zum Geburtstag geschenkt. Der steht jetzt hier einfach rum und existiert. Aber du hast immerhin einen. Ja, ich habe auch einen Handschuh und einen Ball. Er hat mir alles geschenkt. Das ist doch super. Aber das ist ja wirklich so hart und so, das sind ja eigentlich Waffen. Also ich kann damit ja nicht in den Park gehen und einfach mal ein bisschen draufkloppen, weil ich könnte jemanden umbringen damit. Also lasse ich das lieber. Ich guck's an. Du könntest es probieren auf jeden Fall, mal sehen, was dann passiert, also ob du vielleicht angezeigt wirst oder so. Nee, lieber nicht? Lieber nicht. Nee. Okay, sehr gut. Lilly, das war sehr interessant, sehr plauderig, würde ich fast sagen. Aaron Rodgers und du, verfolgst du den Yellow Press eigentlich? Also hast du auch so einen Hang für Yellow Press? Ehrlich gesagt eher weniger. Warum? Gibt es da gerade irgendwelche spannenden News?
Ah, nee, das war eigentlich jetzt kein aktueller Anlass. Lass mich überlegen, was ist denn eigentlich so der größte? Nee, es ist eigentlich, es wird viel über den Draft halt geschrieben. Im Moment geht es um die ganzen College-Talente. Also da wird höchstwahrscheinlich Joe Burrow, willst du den nochmal schnell googeln eigentlich? Ist das nicht gerade der angesagt, der den Heisman-Trophy, genau. Die Heisman-Trophy gewonnen hat. Der wird wahrscheinlich an 1 gepickt im Draft von den Cincinnati Bengals. Der hat auch eine ganz süße Freundin, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube Josephine Mutzenbacher, nee, das ist von früher, ne? Aber ist das denn nicht total ätzend für einen, der so krass gehypt ist und der so eine erfolgreiche Saison hinter sich hatte, dass der dann vom schlechtesten Team genommen wird? Ja, das ist das Los, so ist das System da drüben. Man muss ja eher versuchen, so auf ein gutes Mittelmaß zu kommen, ne, während der Saison eigentlich. Ja, ich glaube, wenn der so... Oder zum Ende seine Leistung nochmal abkacken lassen oder so. Ja, so ist der Druck nicht so hoch. Also wenn er jetzt gleich zu den Patriots gehen würde, als Brady-Nachfolger, wäre wahrscheinlich schwieriger. Und so ist das eine Mannschaft, die nicht viel gewonnen hat. So ist der Druck nicht ganz so hoch. Mhm. Wer wird denn Super Bowl-Champion in der kommenden Saison, wenn sie stattfindet? Wenn ich schon so eine dich als Expertin hier dabei habe? Ja, das ist natürlich ganz klar. Ich setze mal auf die Chiefs oder die 49ers. Okay. Ja. Oder irgendwelche Panthers. Gibt es mehrere Panthers? Dann irgendwelche Panthers. Das wären die Carolina Panthers, das wäre auch okay. Gut. Genau. Wir nageln dich drauf fest. Ohne Brady. Und rufen dich vorm Super Bowl dann nochmal an. Vielleicht können wir uns dann ja auch wieder sehen. Dann bist du hier herzlich eingeladen und dann. Ja, großartig. Dankeschön. Dann feiern wir dich dafür, dass du jetzt. Und dann trinkst du ein Bier mit. Ja, unbedingt. Das wäre cool. Da freue ich mich sehr drauf. Super, super. Also Kinder, mea culpa zu hören. Du schreibst auch ein Buch. Worum wird es da gehen? Das erscheint wann? Es geht um meine Schwangerschaft, aber auf eine sehr politisch nicht so korrekte Art und Weise. Sehr ironisch, sehr lustig, weil diese ganze Mami-Mutti-Literatur hat mich total abgeschreckt. War gar nicht meins. Und dann habe ich gedacht, nee, es muss mal was anderes geben. Und jetzt sitze ich fleißig dran mit meiner Lektorin. Und im Frühjahr 2021 wird es erscheinen. Sehr gut. Bücherliebe. Mhm. Hashtag Bücherliebe. Leute, jawohl, lest mir Bücher. Und weil ich weiß, dass viele NFL-Fans gleichzeitig auch Science-Fiction-Fans sind, schwierig. Wo kann man deine Science-Fiction-Serie, kann man die jetzt noch sehen? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, aber ob die eine Mediathek haben, aber bestimmt. Also The Outpost heißt die Serie. Das ist eine amerikanische Science-Fiction-Serie, so eine Science-Fiction-Abenteuer-Serie. Und bei uns lief sie auf Sci-Fi. Die drehen derzeit die dritte Staffel. Oder haben jetzt auch wegen Corona gerade die Dreharbeiten unterbrochen. Also lässt sich wirklich ganz gut gucken. Ist sehr spannend. Ist eine heiße Hauptdarstellerin. Bin nicht ich. Ich war die Böse. Und ja, also die macht Spaß. Können wir noch. Dafür, obwohl du die Böse warst, hattest du aber die größten Ohren. Ne? Das waren so ein bisschen Spock-Ohren, oder? Ja, das waren nicht nur ein bisschen Spock-Ohren, also die haben mir jeden Tag beim Dreh dann spitze Ohren angeklebt. Und als sie mir die das allererste Mal aufgesetzt haben, bei der Maskenprobe, kamen mir auch die Tränen. Also kein Scheiß, ich habe geweint. Und die Maskenbildnerin hat sich kaputt gelacht. Und ich konnte aber nicht mehr anders, weil ich bin einfach, ich habe auch wenn man mich dann auf Instagram suchen sollte, findet ihr mich unter @lilly. Und da steht auch, dass ich ganz überzeugte Vulkanierin bin und schon immer war. Ich bin halt Trekkie und wollte immer Mr. Spock heiraten und dass ich dann selber einmal solche Ohren zum Dreh angeklebt kriege, das war für mich ein Traum, der in Erfüllung ging. Wunderschön, wunderschön. Guckt es euch an, ist immer noch zu finden. Lilly, vielen, vielen Dank und vor allem bleibt gesund und alles Gute für die anstehende Geburt. Danke. Kommt ihr dann auch nächstes Mal einfach zu dritt, wenn sich dein Mann entschieden hat, für welche Mannschaft er denn ist. Liebe ja, Grüße. Ja, mach mal ein bisschen Druck zu Hause. Ja, mach das mal. Das geht weiter, ja. Alles klar. Lilly, alles Gute und bis ganz bald. Ciao. Ciao. Rest one, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! OBJ!